Ding Dong! Hallihallo! Grüß euch, willkommen! Willkommen auf Piaggio Talk! Salva, grüßt euch alle! So, jetzt mache ich mal hier in eigener Initiative mal Werbung, ne? Für Produkte, wo ich hier verwende und Produkte, wo wirklich gut sind, ne? Ich habe sie getestet, diese Produkte, und ich kann diese Produkte hier euch weiterempfehlen. Also, fangen wir mal von links an. Fangen wir mal von hier an. Hier haben wir den Huhu, ne? Das ist ein spezieller Huhu-Klebstoff, das schauen wir uns nachher näher an, also für Kunststoff, der verschweißt richtig hier und ist wirklich für alle Verkleidungen hier, für die Roller, und das Teil, also der Kleber ist wirklich sehr gut. Also ich muss sagen, ich habe bis jetzt alle Verkleidungen damit gemacht. Es gibt andere Kleber, wo auch gut sind, wie Patex zum Beispiel, Kontaktkleber. Habe ich nicht hier, aber ich kann den auch weiterempfehlen. Die Besonderheit von dem hier ist, dass der hier, wenn er einmal verschweißt, ne, wenn man den hier anwendet und das, die Stellen werden dann verschweißt. Ne, man kann hier auf den hier, nachdem man den nass geschliffen hat, den Kleber hier und überspachtelt oder nur nass schleifen, ne, kann man hier drauf lackieren. Also ich habe hier mit Lack drauf lackiert, mit Acryllack, und andere Lacke habe ich hier auf den drauf lackiert. Er reagiert absolut nicht. Also sozusagen zum Beispiel der Patex, muss man aufpassen beim Patex, weil Acryl reagiert dann. Und das, er zerstört einfach den Klebstoff wieder. Bei dem hier nicht. Also man kann hier den nehmen, die Stellen verschweißen hier, die zwei ABS-Kunststoffe hier von die Rollerverkleidung, und da passiert absolut nichts. Deshalb nehme ich immer den hier. Den Patex könnt ihr nehmen, zum Beispiel wenn ihr innerhalb der Verkleidung irgendwas kittet, ja, dass man da nicht lackiert, ist auch gut. So, jetzt gehen wir zum nächsten Produkt hier. Das ist jetzt praktisch die Paste hier, die Dirco HT, rot, ne? Hält bis plus 315 Grad. Und ich verwende diese Paste hier, um den Motor abzudichten. Also Piaggio-Motoren oder ja, die Zweitaktmotoren oder Viertaktmotoren. Ich habe schon Piaggio-Motoren gespaltet und ich habe sie mit denen hier abgedichtet. Und das hält dann bombastisch. Ne? Also wenn man die Flächen dann zusammenschraubt, dann passiert nichts. Also wenn da kein Benzin eindringt da an die Flächen, ist das Kurbelgehäuse damit absolut dicht. Habe ich die beste Erfahrung damit gemacht. Kann ich euch empfehlen. Ne? Dann haben wir hier noch ein sehr geilen Produkt hier. Das ist jetzt praktisch für die Verkleidungsteile hier, stumpfe Verkleidungsteile von der Sonne, also ausgeblichene Verkleidungsteile. Das ist wirklich der Nonplusultra. Also ich muss sagen, ich habe den empfohlen bekommen vom Florian. Und ich muss sagen, danke Florian, dass du mir den empfohlen hast. Der hat mir mal eine Probe geschickt, 50 Milliliter, wo ich bekommen habe. Und ich muss sagen, das ist dermaßen so ergiebig, dass diesen Produkt hier, das ist von Koch Chemie. Das nennt sich Nano Magic Plastic Care. Also vom Koch Chemie Nano Magic Plastic Care. Das findet ihr überall auf sämtliche Shops wie Amazon, eBay oder im Netz findet ihr den. Ja, der Preis ist ein bisschen, also der Preis ist gerechtfertigt. Da müsst ihr da gucken. Das kostet ein bisschen mehr wie 20 Euro aufwärts. Aber man kommt damit, mit diesen 250 Milliliter kommt man wirklich gut voran. Man kann viele Verkleidung von der Roller und von stumpfe Teile vom Auto zum Beispiel, Kunststoff, das wird dann naja wie neu, also, und es hält halt eine Weile. Klar, das wird dann wieder ausstumpfen mit der Zeit, aber nee, aber man muss es dann wieder nach 3 Monate oder was weiß ich was oder ein halbes Jahr kann man ja nachfrischen, und das Kunststoff bleibt dann wieder, wird wieder wie neu. Jetzt gehen wir zum nächsten Produkt hier. Ein Haftstahl von Presto benutze ich oft, muss ich sagen, je nachdem, was ich mache. Ich habe damit hier die tollsten Sachen schon gemacht und die halten wirklich gut. Ich habe schon mal
ausgeschlagene Lagersitze hier von den Piaggio-Motoren damit in Stand gesetzt und die Motoren laufen heute noch. Ne? Wenn man weiß, wie man es machen muss, ich habe das in meinen letzten Videos auch gezeigt, wie ich das gemacht habe. Schaut es euch an. Und der hält wirklich gut. Ne? Er hält auch bestimmte Wärme hält er auch aus. Ja, selbst im Kurbelgehäuse hält er das aus. Ja, da ist die Wärme immer konstant, weil das Benzin-Luft-Gemisch sorgt immer für die Kühlung und das passt perfekt. Also kann ich euch empfehlen hier. Das ist von Presto. Sind gute Produkte hier. Und ja, jetzt gehen wir zum nächsten Schnitt. Da komme ich auch ins Bild und schauen wir uns das mal genau an. Grüß euch, hallihallo, willkommen, neuen Video hier. Jetzt will ich euch mal ein paar Produkte hier vorstellen, die wo ich immer nutze hier und ich für sehr gut befinde. Mache ich ein bisschen meine eigene Werbung hier und die will ich euch vorstellen. Ich habe vorhin angefangen hier mit dem Huhu hier, ne? Okay. Das ist ein spezieller Kleber hier, Huhu Kunststoff Hart nennt sich das. Und den kann man gut verwenden für alle Verkleidungen hier, für den Roller ABS hier. Das verschweißt es richtig. Die Besonderheit ist von dem Kleber hier, wenn man die Verkleidungsteile damit kittet und die verschweißen ineinander und wenn man die dann zuspachtelt und es kommt immer noch ein bisschen von dem Kleber dann zu Vorschein, und man lackiert sie, also dann passiert nicht. Der wird hier nicht hochgezogen von dem Lack. Also ich rede jetzt hier vom Acryllack. Super. Ich habe ja schon andere Kleber, auch Patex Kontaktkleber genommen. Die sind auch nicht schlecht. Dieser Patex Kontaktkleber ist nur gut, wenn man im Innenbereich von der Verkleidung den anwendet. Weil der mit dem Acryllack, wenn man den in Kontakt bringt mit dem Acryllack, der Kontaktkleber, der Patex, dann zieht der Blasen auch, da wird er zerstört. Ne? Bei dem hier passiert es nicht. Der ist top, wenn er einmal ausgehärtet ist, kann man drauf lackieren. Mit dem Acryllack passiert nichts. Er bleibt so, wie es ist. Es gibt keine Blasen. Wunderbar. Also, wenn ihr könnt ihr nehmen, diesen Kleber hier, der verschweißt es, dann Zuspachtel oder was weiß ich was, bombastisch. Also, nehme ich so. Ich nehme den schon längere Zeit und bin damit vollständig zufrieden. Kann ich euch empfehlen. So, jetzt gehen wir zum nächsten Produkt hier, das ist die Paste hier. Ein gutes Produkt, muss ich sagen. Kann man damit fast alles abdichten. Kurbelgehäuse habe ich schon abgedichtet, sehr viele. Hält bombastisch. Was habe ich noch? Getriebedeckel habe ich mit dem abgedichtet, hält auch bombastisch. Was er nicht mag, ist Benzin. Mit Benzin wird er zerstört. Wenn man den mit Benzin in Verbindung setzt, wird er zerstört. Aber es passiert rein gar nichts, wenn man die Flächen dann, zum Beispiel die zwei Kurbelgehäusen, ich rede jetzt von den Kurbelgehäusen, weil viele haben gesagt, er wird zerstört. Nein, er wird nicht zerstört. Er wird nur zerstört, wenn er frei liegt. Und man bringt den mit Benzin in Kontakt, dann wird er zerstört. Aber wenn man dann die zwei Hälften, die zwei Motorenhälften zusammenzieht, und die werden dann angezogen, dann passiert nichts. Also ihr seht, mein NTT hier, der Motor ist auch mit dem hier abgedichtet. Er fährt schon etliche tausende Kilometer und ist immer noch, das Kurbelgehäuse ist absolut dicht noch mit dem Dirko hier HT Rot. Also empfehle ich euch, super. So, dann haben wir hier nochmal ein Produkt hier, das ist eine Wunderwaffe für alle Verkleidungsteile, auch für den Sattel hier oder diesen Kunststoff hier oder das hier, diese Kunststoffe hier, ABS-Kunststoff. Sogar den Lack kann man ja noch ein bisschen auch ziehen, ein bisschen drüber. Und das ist von Koch Chemie hier, ja, nennt sich Nano Magic Plastic Care und ist wirklich ergiebig, 250 Milliliter. Ja, kostet ein bisschen, über 20 Euro, aber mit dem kommen wir weit, weit, weit. Also man kann ihn mit diesen 250 Milliliter, wenn man so den Roller hier hat, ja, hält jahrelang, kann man sagen. Ne? Man kann ihn zum Beispiel jedes halbes Jahr kann man den auffrischen und dann ist die Verkleidung hier, na, besonders die schwarzen Teile hier, da, weil die stumpfen mit der Zeit ab.
Selbst wenn ihr richtig milchige Teile habt, zum Beispiel, ich kenne das von die Piaggio Schwera, von die NSL, schon oft gehabt. Und muss sagen, wenn man den mehrere Mal bei stumpfe und richtig ausgeblichene Flächen, muss man den mehrere Mal anwenden, aber die werden dann auch richtig hochgezogen. Also sie werden richtig gut dann. Ne? Also das ist wirklich jeden Cent wert, kann ich euch nur empfehlen. Ne? Einfach kaufen, ihr werdet damit glücklich. Dann habe ich noch mal was hier. Das ist jetzt auch ein Produkt, wo ich sehr oft angewandt habe. Bei Brüche oder ja, wenn man zum Beispiel ausgeschlagene Gewinde zum Beispiel damit retten will, wo man weiß, man hat nicht viel, Kraft, dass es ausreißt wieder, kann man mit dem hier wunderbar zusammenkitten wieder. Wenn der ausgehärtet ist, kann man das neue Gewinde auch reinschneiden, in diesen Kaltmetall, Aftmetall. Sieht so aus. Ich halte den hier in Zimmertemperatur. Passiert nichts. So, wie gesagt, auch in Zimmertemperatur. Es ist ja so eine kleine Dose hier. Da sind noch zwei kleine. Da ist praktisch der Härter dabei. Was ich jetzt an der ganzen Konstruktion hier bemängle, wenn man die Tube jetzt hier öffnet, dann bleibt die geöffnet. Die haben hier praktisch diesen Deckel hier zum Zumachen. Der ist einfach nicht drauf. Ich habe mir den hier geholt. Da gibt es so diese Tuben vom Spachtel. Ne? Wenn man den Spachtel holt, das habe ich von einer leeren Härtertube vom Spachtel geholt. Der passt hier ganz genau rein. Ne? Der hat genau der gleiche Gewindegang. Einfach nehmen und kann man wieder zumachen, weil der. Wenn er einmal, das ist ja das, die haben praktisch hier drin, haben die diesen Deckel hier gar nicht drauf gemacht. Ne? Weil die sind, keine Ahnung, sind davon vielleicht ausgegangen, dass man den komplett braucht. Aber selbst wenn der geöffnet bleibt, härtet er nicht. Ne? Das ist ja der Härter. Selbst wenn man den hier geöffnet lässt, härtet er nicht aus, ne? Habe ich festgestellt. Aber ich meine, ist besser, wenn dann doch ein kleiner Verschluss drauf kommt. Ne? Ich habe den hier von die leeren Spachtelhärter Dosen oder Tuben genommen. Passt genau drauf. Ja, wie gesagt, das sind alles Produkte, wo ich oft verwendet habe und sind gute Produkte und ich kann sie euch nur empfehlen. Ja, ich kann auch Werbung machen für mich selber hier. Ne? Mit dem Dell'Orto Carburatore hier. Auch selber gestaltet. Und wie gesagt, ich habe mal ein Video drüber gemacht, eine Präsentation drüber gemacht. Ich habe noch keine Zeit gehabt, das ganze Zeug hier auf dem Shop hochzuladen. Ja. Muss auch andere Sachen auch erledigen. Ja, dann muss man auch Weihnachtseinkäufe machen, da und da. Und ja, die Zeit geht halt ein bisschen flöten. Ne? So ist es halt. Aber ja, definitiv, das wird alles kommen. Das wird alles kommen. Ne? Ich habe gesagt, gib mir ein bisschen Zeit. Und so wie die Aufkleber. Ich habe auch einige Zeit gebraucht für die Rolleraufkleber hier. Ne? Sind auch mittlerweile auf meinen eBay-Shop drauf und ja, das ist halt mit Zeit verbunden. Ne? Man muss es alles managen. Man muss die ganze T-Shirt machen, die ganze Präsentationen machen. Aber wie gesagt, das wird ja alles kommen, dann könnt ihr das kaufen. Die Preise habe ich schon mal in mein anderes Video schon gesagt, wo ich die Präsentation gemacht habe. Und ja, wie gesagt, wenn einer das gefällt, kann er kaufen. Wenn nicht, braucht er nicht kaufen. Ich bin halt der Meinung, ich bin da halt so eingestellt, wenn du das haben möchtest, ja, wenn du den nicht haben möchtest, musst du nicht kaufen. Es gibt keinen Kaufzwang bei mir, ne? Aber es gibt einen Like-Zwang. Okay? Ein Like-Zwang. Liken, ich zwinge dich zum Liken. Nee, Quatsch, pass beiseite. Liken ist kostenlos, also. Musst du bloß nehmen, einen Finger zu gehen, so Touchscreen und ja, wenn du Laptop mit Touchscreen, dann kannst du auch das machen. Oder
Tastatur. Ja, ja. Dann die Glocke aktivieren. Bling, 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 bling. Ja, dann bist du immer up to date, wenn neues Video rauskommt. Ja. Sicherlich weiß das jeder. Ja, und weiterempfehlen, weiter teilen die Videos, okay? Ja, ich mache jetzt mal Videoende hier. Ja, die guten Produkte hier, wo ich euch empfehlen kann, ne? Könnt ihr kaufen, das sind wirklich gute, sehr gute Produkte, gell? So, okay, also, Werbung Ende hier. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie mir unter die Kommis natürlich. Ich werde wie immer Rede und Antwort stehen. Wie gesagt, dumme Fragen werden nicht mehr beantwortet und ganz dumme Leute werden einfach gebannt. So, also ich komme jetzt zum Videoende. Ich wünsche euch was. Ja, habt ihr eine schöne Zeit. Bleibt gesund und munter und kurz und bündig und bin weg hier. Ne? Macht's gut. Eine schöne Zeit miteinander. Ciao, ciao. Bye, bye. Bis zum nächsten Video.